So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Es ist soweit, die neue Season hat begonnen. Wir haben eine richtig fette Forschung bekommen im Heute-Tab. Und das ist aber eine begrenzte Forschung. Das heißt, ihr müsst sie in einem bestimmten Zeitraum abschließen. Am Ende gibt es einen Meisterball, den zweiten Meisterball, den man bisher bekommen konnte. Ich möchte euch jetzt mal kurz die Aufgaben zeigen, die wir lösen müssen. Und würde gefühlt für jeden Schritt versuchen wollen, eine Datei, also eine Aufnahme zu machen, damit wir uns Stück für Stück durch diese Forschung wühlen. Im Heute-Tab, verwechselt das nicht. Normalerweise, wenn ihr hier reingeht, habt ihr ja hier die Feldforschungen. Rechts habt ihr die Spezialforschungen, für die habt ihr immer unendlich Zeit, sobald ihr das angefangen habt. Und im Heute-Tab habt ihr eine befristete Studie, wie es hier heißt, zum Meisterball. Endet in 81 Tagen und 5 Stunden bei mir. Heute bei mir ist immer noch der Freitag, wo die frisch reinkam. Im Heute-Tab steht auch natürlich immer alle Boni der aktuellen Jahreszeit. Es steht auch, naja, wichtige Infos, News, Pokémon Showcases, findet ihr alles immer im Heute-Tab. Was sind die Aufgaben? Fange 1000 Pokémon, gewinne 60 Raids, brüte 30 Eier aus, fange 100 verschiedene Arten von Pokémon, lande 120 fabelhafte Würfe, schließe 150 Feldforschungsaufgaben ab, erkunde 50 Kilometer, drehe 300 Pokestops, verdiene 100.000 Erfahrungspunkte und verdiene 100.000 Sternenstaub. Meiner Meinung nach wäre das eigentlich Material für eine Spezialforschung, wo ihr einfach unendlich Zeit habt. Gerade für das viele Erkunden, für die vielen fabelhaften Würfe, für die EP. Also ich finde es gut, dass das nicht in 5 Minuten erledigt ist. Ich sehe aber, wie viele Spieler schon wieder Probleme damit haben werden, das alles trotz der gefühlt fast 90 Tage, wo Zeit ist, zu erledigen. Fange 1000 Pokémon, das klärt sich von alleine. Da können wir auch einfach hier das Wampel zum Beispiel nehmen. Dann haben wir zum Beispiel ein Pokémon gefangen. So, bitteschön. Da seht ihr, kommt immer was dazu. Jetzt sind wir schon bei 3 von 1000. Gewinne 60 Raids. Es wäre theoretisch möglich, in 81 Tagen jeden Tag den freien Raid Pass zu nutzen, um einen Raid zu machen. Ihr müsst also nicht, ihr müsst keine Pässe kaufen, ihr müsst kein Geld dafür ausgeben. Ihr könnt mit dem freien Raid Pass jeden Tag einen Raid machen, seid nach 60 Tagen fertig. Und es müssen ja keine 5er Raids sein, es geht auch 1er Raids, irgendwas, ihr könnt alles da nehmen. Durch die Raid Manias werde ich sowieso am Mittwoch immer gleich 5 Punkte dazu bekommen. Ansonsten würde ich erstmal versuchen, nur die täglichen Raid-Pässe zu nutzen. Aber bei bestimmten Raid-Bossen, die ich shiny hunten werde, wie Genesect oder wie Raikou und Entei, wo ich XL-Bonbons brauche, werde ich auch mehr Raids machen. Und Suicune, wo ich das 100er suche, werde ich auch mehr Raids machen. Ich werde also nicht nur die täglichen Pässe nutzen. Brüte 30 Eier aus, haben wir hier. Ich habe momentan immer nur die 12 Kilometer Eier in der unendlichen Brutmaschine, wo ich gar nicht weiß, welche Pokémon in dieser Season eigentlich in den 12 Kilometer Eiern sind. Beim letzten Mal war Pam neu als Shiny drin in den 12ern in der letzten Season. Dieses Mal gab es gar keine Info, sieht man dann, wenn man neue Eier hat. Ich werde also versuchen, ein Ei, was aufgeht, hier noch mit reinzuschneiden. Ich werde, was gibt's noch? Ein Pokémon haben wir schon gefangen. Fange 100 verschiedene Arten. Ja, das geht von alleine. Lande 120 fabelhafte Würfe. Wir haben ja gerade schon einen fabelhaften Wurf gemacht bei dem Pokémon, was da saß. Ich weiß schon gar nicht mehr welches. Probieren wir mal einen zweiten. Der war leider nur großartig. Der würde nicht zählen. Normal macht ihr die immer bei den legendären Raid-Bossen. Aber momentan ist gerade Katagami da. Ich glaube, da habe ich es noch nie geschafft, einen fabelhaften Wurf zu machen. Ich gucke mal, ob ich es beim Vulpix vielleicht hinkriege. Einen fabelhaften Wurf, genau. So sieht also ein einfach fabelhafter Wurf aus, wenn der Kreis möglichst klein ist, da noch reintreffen. So, das ist also auch kein Thema, das kann man auch mit der Zeit machen. Schließe 150 Feldforschungsaufgaben ab. Da habe ich jetzt gerade eine drin, zum Beispiel fange 10 Pokémon vom Typ Wasser. Wenn ich jetzt noch ein Wasser-Pokémon fange, hätte ich die fertig. Ich kann aber mal kurz gucken, was es hier drin gibt. So, da drehen wir nämlich mal 2 Pokestops. Schaut uns mal die Aufgaben an. Fange 10 Pokémon, fange 10 Pokémon. Könnt ihr auch die Aufgaben natürlich für die Feldforschungen fix fertig machen. Was haben wir noch? Erkunde 50 Kilometer. Beim Rumlaufen wird das sowieso alleine fertig. Drehe 300 Pokestops. Also für euch drehe ich nochmal einen Pokestop. Damit ihr seht, wie das ausschaut, wenn man einen Pokestop dreht. Und der Rest
Verdiene 100.000 Erfahrungspunkte. Geht auch von alleine fertig. Verdiene 100.000 Staub, wird auch von alleine fertig. Wenn ihr eben Pokémon fangt, dann kriegt ihr Staub, dann kriegt ihr EP. Das heißt, ich muss theoretisch nur noch ein Ei filmen, wie das aufgeht, hier reinschneiden. Ich werde noch einen Raid filmen, den auch noch mit hier reinmachen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir gefühlt am Ende der Forschung sind. So, ich laufe jetzt hier bei den Busstellen rum. Ich kann jetzt immer kurz rumdrehen, dass man das nochmal hier sieht. Das sind Busstellen, da ist eine Treppe. Da kannst du dich eigentlich hinsetzen, unterstellen. Ich möchte jetzt eine Feldforschungsaufgabe fertig machen. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, 10 Pokémon vom Typ Wasser. Jetzt habe ich insgesamt sowieso fange 10 Pokémon. Ich bin überall bei 9. Ich muss noch ein Pokémon fangen. Ich habe jetzt extra in der Nearby-Liste geguckt. Hier steht ein Lanturn. Das möchte ich jetzt gerne fangen. Das müsste dann ein Wasser-Pokémon sein. Die Nummer 10, das müsste generell das 10. Pokémon sein. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Hier mache ich goldene Himbeere dran. Warte, bis der in die Mitte kommt. Ich fühle mich gerade, als wäre es ein legendärer Raid-Boss. So, dann warten. Er ist wieder zurück. Wir curven mal. Leider nur großartig. Wenn das noch einfach fabelhaft gewesen wäre, wäre es natürlich noch genialer. Ist auch drin. Und müsste gleich stehen. Fange 10, fange 10, fange 10. 4 Forschungsaufgaben wurden auch aktualisiert dabei. Ihr seht, hier kann ich das auch abholen. Jetzt schließe 150 Feldforschungsaufgaben ab, habe ich auch gleich 3 Nenner schon mit drauf gemacht. Also das kannst du alles gleichzeitig nebenbei irgendwie lösen, wenn du rumrennst. Das, was bei mir am längsten dauern würde, wären wohl wirklich die Raids. Ich würde aber versuchen, dass ich den allerletzten, den 60. Raid fürs Video mache und dann erst die Quest fertig habe. Vorher halt die Eier brüte, aber ein Ei unbedingt, was aufgeht, auch noch hier mit reinnehmen. Wir laufen also weiter, fangen ein bisschen, farmen ein bisschen. Suchen uns mal ein schönes Ei, vielleicht das 12er, wenn ich es verpasse, vielleicht ein anderes, mal gucken. So, das ist das Muttertier, immer noch. Da ist der Jonas drin, sieht man den? Zeig ich mal. Jonas! Jonas, schau, ist alles Gute! Wir haben ja gesagt, wir laufen ein bisschen rum. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir von jeder Kategorie irgendwas reinmachen, eine Feldforschung, einen fabelhaften Wurf. Wir sind jetzt bei Eiern, ich wollte euch zeigen mal, wie ein Ei aufgeht. Ich habe jetzt hier 6 Eier drin, 6 2-Kilometer Eier. Die drücken wir mal schnell auf, gucken mal, was drin ist. Ein Imantis. Dann als zweites ein Meditalis. Ein Mediti. Ach verdammt nochmal. Meditalis ist doch die Weiterentwicklung. Ein Lampi. Lampi auch noch am Start. Dann Hammer, wir drücken wieder aufs Ei, dass es schneller geht. Ein weiteres Lampi. Plus Reislaus. Reiß aus mit der Reislaus. Und noch ein Imantis. Wenn ich was brüte, dann sind das meistens nur 12 Kilometer Eier, weil in den 2ern und in den 5ern und so ist eigentlich nie so was Cooles drin. Sieht man ja hier auch wieder. Wir können jetzt mal bei den 6 Dingern schauen. Die Bewertungen kurz noch. Ja, das ist schlecht, 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 schlecht. Alles schlecht, alles kein Problem. Dieses Molung ist auch nicht weiblich, also alles schlecht, passt aber. Wir sind jetzt bei, kann nochmal in die Quest gucken, wir sind jetzt bei 25 von 30 Eiern, wir sind aber immer noch bei 2 Raids. Entweder muss ich mal eine Raid-Tour machen oder es zieht sich halt. Denn das letzte, was ihr sehen werdet, ist der 60. Raid und dann holen wir alles ab, plus den Meisterball. So, wenn ihr das seht, dann wisst ihr genau, was das heißt. Es ist Zeit für einen Raid, weil wir wieder mal Windeln wegbringen in die komischen Mülleimer hier, die einmal pro Woche angezündet werden. Beziehungsweise hat der Müllmann selber gesagt, einmal pro Woche ist übertrieben, aber alle 2 Wochen einmal geht schon. Hallo, hallo Jonas. So, das tun wir mal hier rein und dann suchen wir mal den Raid. Ich habe nämlich einen angesetzt. Für halb oder so, jetzt ist es 20. Ich muss aber noch mal gucken, wo genau der ist. Denn das ist mein 60. Raid. Dann müsste ich den Meisterball abholen können. So, jetzt bin ich hier angekommen. Hier ist auch ein Raid, den seht ihr hier direkt vor mir. Ich habe gerade noch Probleme gehabt, kam gar nicht mehr ins Game. Dann habe ich gemerkt,
ich habe einfach kein Internet gehabt, weil ich irgendwie den Hotspot noch gar nicht verbunden hatte. Und da habe ich gewundert, wieso ich mich nicht anmelden kann. So geht's nämlich. Ich bin bei den Aufgaben jetzt so weit, dass ich noch genau einen Raid brauche. Wir werden jetzt fix den Raid hier machen. Ich gehe jetzt mal hier drauf. Mango soll ich einladen. Die Nudel ist auch dabei. So kann ich wenigstens interagieren mit meinen beiden Accounts. Das ist perfekt. Muss jetzt hier rein, muss Mango einladen. Ich weiß nicht. Ja, ist ein bisschen irgendwie zusammencutten dann. Ihr müsst nämlich nicht die ganze Zeit hier die Lobby sehen. Jetzt gehen wir mal auf 0. Mango. Hier drüben könnte ich eigentlich auch einladen. Ich muss mal gucken, wer online ist. Haben jetzt hier noch Jolix ist dabei, Monolog, Skinny, BTV. Dann haben wir hier 4 Leute und auf dem anderen, wen nehmen wir noch mit? Apokalypto Paul, Bestzeit, Burndown, Captain Jason, LOL und Cumulus. Jetzt habe ich ja auch 5 eingeladen, da habe ich 5 eingeladen, das passt ja perfekt. Ansonsten hier, wo ihr steht, war eigentlich mal ein Eisautomat. Ich kann euch aber kurz in die Hand nehmen. Da stand mal ein Eisautomat, weil hier daneben das Ding ist, da steht sogar Hess dran. Das ist extra mein persönlicher Knubbel, der hier rumsteht, damit ich die Kamera da drauf stellen kann. Aber der Eisautomat ist jetzt fort. Das heißt, da ist wohl Strom drin. Deswegen stelle ich euch nämlich da drauf, dass ich jetzt, ich bin jetzt der Eisautomat. So. Ja, das werden die Leute wieder denken, wenn die hier vorbeilaufen. Da redet man lieber gar nicht. Die denken halt, ach, es ist wie immer, die Leute reden mit sich selbst. Perfekt. Soll ich jetzt schon mal auf bereit drücken? Ich drücke mal auf bereit, weil ich will loslegen. Ich habe noch zu tun. Wir müssen noch in die Stadt, wir müssen noch einkaufen, wir müssen noch mal hier Arzt, wir müssen noch mal hier, was weiß ich noch alles, keine Ahnung. Dann müssen wir noch mal los wegen Geschenk, dann müssen wir noch mal hier und da. Rest ist jetzt egal. Alle, die da sind, sind hoffentlich da. Ja gut, sind eh nur noch 20 Sekunden, also ist eigentlich egal. Wir nehmen immer noch Feuer. Und ich habe gedacht, eigentlich wollte ich es ruhig angehen lassen und wollte nur den täglichen Raid Pass machen. Dann habe ich gedacht, ach komm, es ist Katagami. Katagami ist so cool. Wenn du dann 100er haben willst, kannst du jetzt ja schon mal Bonbons sammeln. Vielleicht kriegst du ja einen 100er. Und wenn es als Shiny kommt, machst du gerne nochmal ein paar. Selbst wenn du nochmal 100 Raids brauchst bis zum Shiny. Ich glaube, bei dem kannst du sogar 2 Stück mal hochziehen auf 50 oder so. Weil das einfach so ein guter Pflanzenangreifer ist. Deswegen habe ich doch die 60 Raids jetzt versucht, am Katagami voll zu machen. Bin genau bei 59 dann gelandet. Und habe gedacht, mache ich den letzten Raid einfach hier fürs Video mit euch. So, ich habe gesehen, der Benny hat auch ein bisschen geschimpft. Hat gesagt, wieso hat dein Regiram etwa, warum hat das keine Kreuzflamme? Ich habe auf 1 Kreuzflamme draufgepackt, da musste ich aber eine Toplade-TM benutzen, auf das andere nicht. Ich hatte 200er, eins habe ich hochgezogen, dem habe ich Kreuzflamme dann gegeben, das andere habe ich hochgezogen, das hat trotzdem Hitzekoller gehabt, weil da stand 130 und da stand 160, da dachte ich Hitzekoller, hat auch mit 160 mehr als Kreuzflamme mit 130. Bevor ich 2 Toplade-TMs ausgebe, wenn ich das eigentlich eh nie brauche, lasse ich erstmal bei dem anderen das. Jetzt durch seinen Kommentar habe ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich bei dem zweiten Regiramen auch noch Kreuzflamme drauf gepackt habe. Vor allem, weil ich eh noch 9 Top-Lade-TMs oder so hatte. Jetzt habe ich dann noch 8. Wir müssen es natürlich jetzt auch versuchen zu fangen. Guck, da steht Kreuzflamme. Jetzt ist es egal, welches Regiram es auswählt. Es hat auf jeden Fall immer eins mit Kreuzflamme. Wir müssen das jetzt noch fangen. Den 100er Wert weiß ich jetzt nicht. 2102 oder so. Shiny kann es ja nicht sein. 2062 ist es hier bei dem. Der Nudel-Account hat zum Beispiel 5 Raids gewonnen und der andere hat jetzt seine 60 voll. Was cool war bei dem, ich konnte mit den Raids auch immer Interaktion machen mit meinen kleinen Accounts, weil ich einfach meinen großen genommen habe und einen kleinen und konnte theoretisch jeden Raid im Duo machen. Selbst wenn er nur Level 30 war und der Level 50, haben die das im Duo trotzdem gut geschafft. Das hat Spaß gemacht, das hat an früher erinnert, wo du einfach losgezogen bist, wie bei Heatran oder Rayquaza. Und hast dann immer eine kleine Raid-Tour gemacht, du hast keine anderen Leute großartig gebraucht. Du konntest einfach, wenn du einen Raid gesehen hast, loslegen. So, eintüten. Einfach fabelhaft. Ich glaube, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich einfach fabelhaft getroffen habe beim Katagami. Ich weiß gar nicht, wie ich das gerade gemacht habe. Es wäre gut, wenn ich es nochmal schaffe. Ja, wieder nur großartig. Habt ihr schon mal einfach fabelhaft getroffen? Beim Katagami? Schreibt es mal in die Kommentare. Es wäre schade, wenn er jetzt flieht.
Ja, das ist zu hoch, das ist zu viel. Wir müssen weiter nach links, wir müssen ganz lasch werfen, ganz lasch, ohne viel Aufwand, ohne irgendwas, damit das drin bleibt. So. Das sah gut aus. Das wäre bestimmt einfach fabelhaft gewesen, aber er hat natürlich wieder daneben geschossen. Und er ist drin, perfekt. Den fangen wir später hier bei der Nudel, den backe ich jetzt mal ein, dass der nicht ablenkt. Gucken jetzt nochmal, wie gut er ist. Neuer Rekord, das ist das kleinste mit 11, 15, 13. So, können wir jetzt hier nämlich auf die Aufgabe, können das abholen. 8000 EP, nochmal 8000 EP, nochmal 8, nochmal 8, nochmal 8, nochmal 8. Klingt, als hätte sich's aufgehangen. Da hätten jetzt manche Leute schon wieder ein Glücksei gezündet und gesagt, ah, die ganzen EP und man hat auch unendlich Zeit, hol das doch dann mal ab, wenn man irgendwie... Wenn du hier Mittwoch Raid Mania, Glücksei an, 5 Raids gemacht, EP noch mitgenommen. Hätte vielleicht gepasst, aber jetzt nicht gemacht, ist ja egal. Ich sage auch immer, die Levelaufstiege sind mir auch nicht so lebensnotwendig wichtig von den Punkten her. Mir geht es ums Prinzip, dass sie das lernen, dass sie das trotzdem am C-Day machen, gerade wegen ihren anderen Freunden. Das ist jetzt der zweite Meisterball, den wir bekommen. Der kommt hier wieder aus diesem Kanister rausgeschossen. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Spezialforschung abgeschlossen, 3000 Staub, 20.000 Erfahrungspunkte noch mitgenommen. Die Season geht immer noch 87 Tage, das ist sehr cool. Ungefähr so lange habt ihr Zeit, das abzuschließen. Ja, und eigentlich, wie gesagt, wollte ich mir Zeit lassen, aber mit Katagami im Raid hat es jetzt trotzdem irgendwie Bock gemacht, ein paar Raids zu machen und die halt voll zu machen. Gerade wenn man sowieso jeden Tag mit den kleinen Accounts interagiert, muss ich nicht über ein Geschenk oder einen Tausch, sondern konnte einfach 2 Raids machen immer und dann hat das gepasst. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich habe immer noch keinen Meisterball benutzt. Ich würde mir den einfach aufheben, wirklich für ein legendäres 100er aus dem Raid, wo ich nur noch einen Ball habe, bevor das flieht, dass ich das dann fange. Anderen Nutzen habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, habt ihr euren Meisterball schon mal benutzt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Und wie weit seid ihr gerade? Bei wie vielen Raids? Ich weiß nicht, wann das hier online kommt. Es ist auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Bei mir ist Dienstag, Paldea-Event startet gerade. Bei euch ist es dann Donnerstag oder so vielleicht. Ja, nee. Ich muss vorher eigentlich noch was anderes machen. Das war es auf jeden Fall erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.